Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 Modding Tutorial. In diesem ersten Modding Tutorial für den LS22 von mir lernen wir, wie man einen Mod verändert und am Schluss seid ihr in der Lage, den Mod zu verändern und im Spiel zu nutzen. Aber vorher habe ich noch einiges zu sagen zu den Grundlagen und darum bitte ich um ein wenig Geduld, bevor es richtig handfest zur Sache geht. Und zwar, ich plane in puncto Modding-Tutorials mehrere Reihen und auch Einzelvideos. Dies hier ist sozusagen die Haupt-Modding-Tutorial-Reihe. Da werden die Tutorials aufeinander aufbauen. Das heißt, im Teil 2 setze ich das voraus, was ich im Teil 1 schon erklärt habe. Und es wird aber auch Einzel-Modding-Tutorials geben, zu speziellen, spezifischen Themen, die in diese Reihe zum Beispiel nicht reinpassen oder so. Und darum werde ich dann auch ein ziemlich theoretisches Grundlagenvideo auch als Einzelvideo machen. Und ich plane außerdem auch eine Mapping-Tutorial-Reihe. So wahrscheinlich werde ich zuerst so ein Let's Map machen, wo man mir einfach zugucken kann, was aber kein Tutorial ist. Und später werde ich dann eine extra Tutorial-Karte mit euch zusammen machen als Tutorial. Aber das ist noch Zukunftsmusik. So, und grundsätzlich muss man sagen, dass man nicht auf Konsolen modden kann. Man kann für Konsolen modden, aber nicht auf Konsolen. Das Modden geht nur auf dem PC und wahrscheinlich auch auf dem Mac, aber ich weiß nicht, inwiefern da die nötige Software auf Mac funktioniert. Darum rede ich immer nur vom PC, denn da kenne ich mich leidlich aus. Und apropos leidlich auskennen, um zu modden, sollte man sich auf seinem PC leidlich auskennen. Also das heißt sowas wie, man muss in der Lage sein, Dateien zu kopieren. Und das Zippen und Entzippen von einer Datei sollte einen auch nicht auf unlösbare Probleme stellen und so. Und das sind Sachen, die setze ich auch voraus. Ich zeige das zwar so nach dem Motto, so und jetzt kopieren wir die Datei dorthin, aber ich erkläre diese Vorgänge nicht im Detail. Und es macht, glaube ich, auch kaum Sinn, wenn man sich kaum auf dem PC bewegen kann, sollte man erstmal das lernen, bevor man mit dem Modden anfängt. Sonst verzweifelt man gleich am Anfang und das bringt dann ja auch nichts. Lieber einen Schritt nach dem anderen. Und da kommen wir auch zu dem Thema, wie schwierig ist Modden überhaupt? Und das hängt davon ab, was man moddet. Und wenn man sich halbwegs auf dem PC auskennt und hier die Tutorials mitmacht, würde ich sagen, ist es einfach. Aber modden kann auch sehr schwierig sein. Also manchmal muss man da ungeheuer knobeln. Und wenn man Skript-Mods machen will, wie zum Beispiel den Seasons-Mod oder Mais Plus oder so, da muss man sich schon wahnsinnig gut in die Materie eingearbeitet haben. Da muss man Programmierer sein. Und wenn man die tollsten Hofpacks machen will, dann muss man sich mit Blender sehr gut auskennen. Ah, da plane ich auch später eine extra Reihe, wie man im Blender Objekte baut und ins Spiel bringt. Nur mal so nebenbei. Und also je aufwendiger das ist, das man vorhat, desto mehr muss man sich einarbeiten. Aber das, was wir hier machen, ist einfach. Das kriegt ihr bestimmt hin, wenn ihr in der Lage seid, Dateien zu kopieren und so. So, was braucht man zum Modden? Man braucht eine ganze Reihe von Programmen, aber die, die ich hier in den Modding-Tutorials verwenden will, sind alle kostenlos. Das ist natürlich ein echter Vorteil. Also viele Programme, die sind einfach frei auf dem Markt, kann man runterladen kostenlos. Zum Beispiel Notepad++, das lernen wir heute schon kennen. Dann verschiedene Grafikprogramme wie Paint.net und GIMP zum Beispiel. Und später eventuell noch Blender. Und dann gibt es einige Programme inzwischen, die von Giants für Modder zur Verfügung gestellt werden. Da ist der
bestimmt einigen von euch schon bekannte Giants Editor, aber mit dem kann man nicht alles machen. Mit dem stellt man praktisch nur Objekte zusammen und setzt Punkte und sowas, aber man kann keinen kompletten Mod, naja doch, also einen ganz einfachen Mod kann man mit diesem Giants Editor machen, mache ich persönlich aber nie, sondern ich benutze immer auch die anderen Programme. Und es gibt eine ganze Menge zusätzliche Tools inzwischen von Giants, zum Beispiel um die Icons für den Shop zu machen. Hier dieses Icon zum Beispiel, das habe ich früher mit dem Grafikprogramm gemacht, jetzt lasse ich das von dem Giants Tool machen. Und dann ist es ist einfacher und es wird besser. Und diese ganzen Programme, die zeige ich euch nach und nach. In diesem ersten Video brauchen wir davon nichts, aber im zweiten Modding-Tutorial werden wir auf die Giants-Seite gehen und dort allerlei Sachen runterladen, mit denen wir besser modden können oder mit denen wir überhaupt modden können. Okay. Und jetzt kommt noch der Vortrag über ModCloud und so weiter. Ich zeige euch ja, wie ihr einen Mod ändern könnt. Und ich denke mal, das ist auch eine ganz sinnvolle Weise anzufangen mit dem Modden, dass man sich die Mods von anderen anguckt. Wie sind die aufgebaut? Was steht da so drin? Was braucht man für Dateien, um einen Mod zu machen? Und dann, wie kann man es ändern, sodass es meinen Bedürfnissen entspricht? Und zum Lernen ist das Ding schlechthin. Das ist besser und wichtiger als jedes Modding-Tutorial, aus anderen Mods zu lernen. Und das ist auch der Grund, warum die Mods nicht verschlüsselt werden, sondern sie sind offen lesbar. Viele Modder sagen immer, oh, ich mag den ModCloud nicht, ich möchte lieber verschlüsselte Mods haben. Aber da sagt Giants ganz klar, nee, unsere Modder sollen voneinander lernen können. Aber was man nicht machen darf, ist einfach einen Mod von jemandem anderen nehmen und den verändern und dann unter seinem Namen veröffentlichen. Was man darf ist, man darf den Mod von dem anderen nehmen, angucken, verändern und damit spielen, privat. Aber man darf ihn nicht veröffentlichen. Ganz wichtig, in dem Moment, wo man den Mod von jemand anders ohne zu fragen verändert und veröffentlicht oder auch unverändert veröffentlicht, ist es ModCloud. Und ja, man kann dafür Anzeigen kriegen. Manche Modder zeigen ModClauer an. Habe ich schon von gelesen. Und normalerweise kriegt man nur sehr viel emotionalen Ärger. Also man wird sehr viel beschimpft sozusagen. Aber man kann auch wirklich eine Anzeige deswegen kriegen. Und wenn man jetzt ein Mod von, sagen wir, vom LS17 in den LS22 bringen will und man weiß, der Modder, der moddet nicht mehr, der hat jetzt was anderes zu tun, dann kann man den fragen. Man kann sagen, hey du, hier dein Mod und so viele wollen den haben und ich weiß ja, du moddest nicht mehr. Wäre es okay, wenn ich den jetzt für den LS22 flott mache und dann veröffentliche? Und wenn der euch dann die schriftliche Einverständniserklärung gegeben hat, dann könnt ihr das machen und nur dann. So, was man aber darf, ist, man kann die Objekte, die im jeweiligen LS-Basisspiel drin sind, und zwar auch von älteren Versionen, die darf man nehmen und als Mod rausbringen. Also zum Beispiel kann man sich auf der Elmkrieg einen Wasserbrunnen runterholen, exportieren und kann dem dann die Fähigkeit verleihen, dass man daraus Wasser tanken kann und kann da auch eintragen, wie viel das Wasser kosten soll und so weiter. Und den darf man nicht nur veröffentlichen, den darf man sogar in den ModHub bringen. Das ist erlaubt. Darum gibt es auch viele Umbauten von Basegame-Fahrzeugen. Und es gibt viele Konvertierungen von älteren Fahrzeugen aus älteren
LS-Versionen, die dann in den LS22 gebracht werden. Das ist alles erlaubt. Also sofern es Giants Basisspielsachen ist. Was man natürlich nicht darf, ist zum Beispiel ein DLC, also ein Zusatzpack, hacken und dann da ein Mod rausbringen. Da könnt ihr ernsthaft Ärger kriegen. Diese DLCs sind nämlich verschlüsselt. Anders als die Sachen vom Basisspiel, da gehen wir nochmal stöbern, da werdet ihr staunen, was man da alles Schönes rausholen kann. So, und jetzt, 10 Minuten schon gequatscht, aber der Rest des Videos wird noch länger dauern. Ja, da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, ich brauche meistens für alles ziemlich lange und für Modding-Tutorials besonders lang. Aber dafür erkläre ich euch dann auch diese und jene Sachen nebenbei, was man beachten muss, was schief gehen könnte und so weiter. Und dann seid ihr wahrscheinlich besser ausgerüstet, als wenn ich so ein Video zack, zack machen würde. Okay, hier seht ihr jetzt schon die ganze Zeit meine Seite omatanaspiel.de und das Verzeichnis ls22-modding-tutorials. Das ist das die ganz neue Verzeichnisseite für diese Modding-Tutorials. Das sieht man auch, da ist jetzt erst dieser eine Eintrag drin und eine Info, wie man Mods installiert. Und was ich euch in dem Zusammenhang auch noch zeigen wollte, was auch ganz neu ist und noch nicht fertig, hier gibt es jetzt die ls22-Tutorials. Da sind meine ganzen Tutorial-Videos drin. Hier, also alle vom LS22, vom LS19 wird es das auch noch geben. Und erstmal nur mit einer kurzen Beschreibung und mit dem Link, wie man das auf YouTube angucken kann und hier noch die Zeitdauer. Und das wird jetzt noch ausgebaut. Wir wollen da noch Transkripts machen, also alles, was ich gesagt habe. Da kriegt jedes Tutorial-Video eine extra Seite. Und alles, was ich gesagt habe, steht da auch. Und das ist dann auch durchsuchbar. Und so könnt ihr das leichter finden. Denn ich finde immer, auf YouTube kann man die Sachen so schlecht finden. Dann mache ich hunderte von Tutorial-Videos und man findet's aber einfach nicht. Und darum habe ich jetzt, beziehungsweise mein Liebster hat diese Seite gemacht. Und wo man die ganzen Tutorials von mir finden kann. Und das wird noch ordentlich ausgebaut. So, jetzt aber zum Modding-Tutorial. Wir klicken hier mal drauf. So, das ist jetzt hier erst der erste Teil, denn an dem, was hier drunter kommen wird, da arbeite ich ja jetzt gerade dran, das nehme ich gerade erst auf, das gibt's noch nicht. Aber uns geht's hier um den ersten Teil. Und zwar der erste Mod, den wir verändern, ist ein Silo-Mod. Da habe ich zwei zur Auswahl gemacht. Einmal hier diesen. Ich dachte mir, oh, man kann ja auch mal ein großes Silo nehmen, das so richtig stolz in der Landschaft steht. Und das ist hier Silo Double Orc. Und wer es bescheidener mag, nur hier so ein Ding, der kann Silo Medium Orc nehmen. Und das ist im Prinzip von der Arbeit her das Gleiche, man hat dann nur ein unterschiedliches Silo. So, das lade ich jetzt hier mal durch, runter. Okay. Und aktuell ist dieser Mod so, dass der teuer ist und es passt nicht viel rein, also nur so normal viel. Und es ist nur ein Silo für Getreide. Und wir wollen den so umbauen, dass der billig ist, dass sehr viel reinpasst und dass man da alles Mögliche reinschmeißen kann. Also nicht nur Getreide und Kartoffeln, sondern auch Trauben und wenn man will, auch noch Flüssigkeiten und alles Unrealistische, was man sich nur so vorstellen kann. So, jetzt haben wir das hier runtergeladen. Gucken wir mal hier in Ordner anzeigen. Sehr gut, da haben wir das. Und das kopiere ich mir jetzt mal. Und jetzt brauchen wir ein Verzeichnis, wo wir modden.
Und ich habe das schon eingerichtet und nehme das, was auch von Giants Editor benutzt wird, und zwar im Dokumentebereich. Da würde auch der Giants Editor das Verzeichnis MyFS22Mods anlegen. Darum nehmen wir das mal. Das nehme ich selber für meine normalen Mods nicht. Und darum ist es schön frei für die ganzen Tutorial-Mods. Ich habe die auf einer anderen Festplatte liegen, wo ich alles mögliche Großgeraffel habe und so. Und hier ist schön viel Platz. Darum sieht das auch noch so schön aufgeräumt aus. Da habe ich hier schon mal Tutorial 1 Mods eingerichtet und da ist auch schon mal dieses Silo Double Org. Das müsstet ihr euch jetzt auch einrichten. Also wahrscheinlich habt ihr noch nicht MyFS 22 Mods jeweils mit Leerschritten drin. Man könnte auch auf die Leerschritte verzichten, aber dann würde der Giants Editor noch mal eins anlegen mit Leerschritten. So, hier habe ich das schon alles drin. Ich denke mal, ich lösche das mal und wir machen das mal zusammen. So, zack, weg damit. Und das nenne ich jetzt wie gehabt fs22-silo-double-org. Jawohl. Auf diesen komischen Namen gehe ich auch gleich mal ein. Aber erstmal gehe ich hier rein und sage einfügen. So, wunderbar. Ja, warum heißt das so merkwürdig? Das sind die Mod-Hub-Regeln für Mod-Namen. Also in Mod-Namen dürfen zum Beispiel keine Punkte und Sonderzeichen sein, außer einem Unterstrich. Und das ist die Regel, die für alle Mods gilt. Aber wenn man einen Mod im Mod-Hub einreichen will, muss er vorne FS22 heißen, also für die LS22 Mods. Früher hieß es FS19 natürlich. Und dann muss ein Unterstrich kommen. Und dann muss der Name auf Englisch sein. Und ja, Org heißt, das ist jetzt der Ausgangsmod. Und ich werde das später hier noch umbenennen. Brauchen wir das Org? Ja, ich lasse das mal so und ich mache jetzt noch ein anderes Verzeichnis. Hier auch Ordner. FS22-silo-double. Ohne Org. Das ist das, in dem wir eigentlich arbeiten. Dies ist das, wo wir hier den Mod drin sitzen haben, den Originalen, damit er da ordentlich aufgehoben ist. Und hier, das ist das, wo wir jetzt unsere Änderungen machen. Kopiere ich wieder rein. Und jetzt wird das hier erstmal entpackt. Und zwar, ich benutze immer das 7-Zip. Darum bin ich mit dem eingebauten Zip immer so ein bisschen so, wo ist es denn? Aber hier habe ich es gefunden. Diesen Zip-Ordner mit rechts anklicken und dann senden an. Nein, umgekehrt. Entpacken. Alle extrahieren. Ja, da ist es ja. Okay. Hier fragt er mich jetzt nach dem Verzeichnis. Und ja, das ist nicht ganz das Verzeichnis. Oh, jetzt muss ich hier wieder suchen. Da, MyFS22, Tutorial 1 Mods, Zero Double. Und da soll es rein entpackt werden. Jawohl, extrahieren. Jetzt haben wir's. Okay. Dann kann ich hier meine Webseite mal wegklicken, damit wir uns hier voll auf dieses Verzeichnis konzentrieren können. Diese ZIP-Datei, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Wir haben die ja in dem anderen Verzeichnis ordentlich aufbewahrt, falls hier irgendwas schief geht. Darum lösche ich die jetzt mal. Das sind jetzt die Dateien, für den Mod gebraucht werden. Und da kommen jetzt auch wieder so ein paar Grundlageninfos.
die Zentraldatei von einem Mod heißt immer Mod und dann groß geschrieben Desk und dann .xml. Das ist festgelegt so, das muss bei jedem Mod so sein, dass der mit moddesk.xml als zentrale Steuerdatei anfängt. Das macht es ja auch dem Spiel dann einfacher, dann weiß das Spiel immer, okay, wenn ein Mod kommt, dann muss ich erstmal gucken, was steht in dieser moddesk.xml. Und die rufen wir jetzt mal auf. Und dazu benutze ich das Programm Notepad++. Das ist hier auch schon verknüpft mit den XML-Dateien. Das rufe ich einfach mal auf. Hier sieht man es jetzt. So, könnt ihr das lesen? Ich mache die Schrift mal ein bisschen größer. So, jetzt ist es etwas größer. Also, die gute Nachricht ist, ihr müsst nicht sofort alles verstehen, was da drin steht. Das dauert sogar ziemlich lange, bis man die ganzen Details versteht. Und es ist auch gar nicht nötig. Heute müsst ihr hier eigentlich gar nichts ändern. Ihr könnt das im Prinzip genauso lassen, wie es ist. Und der Mod würde trotzdem funktionieren. Aber ich möchte euch diese Datei jetzt mal vorstellen, weil die ist eigentlich schön einfach und übersichtlich. Und auch so die grundlegenden Einträge will ich euch erklären. Denn es geht ja nicht nur darum, dass ihr husch husch schnell im Mod verändert, sondern dass ihr die Grundlagen vom Modden kennenlernt. Ja, hier wird jetzt erstmal dem lesenden Programm gesagt, hallo, ich bin eine XML-Datei. XML, fragt sich vielleicht mancher von euch, okay, habe ich schon gehört, soll irgendwie kompliziert sein, keine Ahnung, was das ist. Ist eigentlich nicht kompliziert. Ich finde XML sehr einfach, aber man weiß nicht immer an jeder Stelle, was man wohin schreiben soll. Aber XML selber ist sehr einfach. Das HTML, aus dem die Webseiten gestaltet sind, ist auch im Prinzip eine Unterart von dem XML. Das ist ein bestimmter Satz, der dem Browser sagt, hier mach dies fett, mach das groß und hier zeichne eine Linie. Und dieses Mod-XML ist eine Beschreibungssprache, wie ein Mod beschrieben wird. Da wird halt der Mod beschrieben und die Objekte, die da drin vorkommen und was der so für Eigenschaften hat. Und das Grundprinzip bei XML ist immer, sind die Spitzenklammern. Jedes Ding wird mit einer Spitzenklammer geöffnet, sieht man hier ja schon, und hat am Ende eine spitze Klammer. Und dann gibt es hier so Sachen, die stehen für sich, das ist die nächste Zeile, da steht jetzt Moddesk Desk-Version gleich 63. Vorne eine spitze Klammer, hinten eine spitze Klammer. Und das ist jetzt eine Syntax, nenne ich das mal. Syntax ist immer eine Sprachregel, könnte man sagen. Das Wort werde ich bestimmt noch öfter benutzen, darum erkläre ich das jetzt mal. Um Sprachregel spricht sich so ein bisschen umständlich. Und eine Syntax, die von Giants so festgelegt wurde. Also Giants hat irgendwann gesagt, so die erste Information, die wir von einem Mod haben wollen, ist, zu welcher Spielversion passt das? Und genau das wird hier ausgesagt. Die 63er Spielversion ist noch von, also ja, Desk-Version ist noch von der Spielversion 1.2. Und ich habe das jetzt auch mal drin gelassen, weil ich spiele noch mit der 1.2 und die Mods, die man mit dieser Desk-Version 63 macht, laufen aber auch auf der Version 1.3, aber umgekehrt nicht. Wenn ich jetzt also eine 64 dort eintragen würde, würden die auf meinem LS nicht mehr funktionieren, nur wegen dieser einen Zahl. Dann würde es so heißen, so, der Mod passt nicht zu deiner Spielversion. Aber in der
anderen Richtung funktioniert's. Darum kann man auch noch Mods verwenden, die schon ein Jahr alt sind oder so, obwohl es inzwischen mal ein Update gab. Und wenn ihr jetzt schon die Version 1.3 installiert habt, könnt ihr das auf 64 verändern. Müsst es aber nicht. Und hier steht jetzt drin als Autor Oma Tanner. Das ist jetzt ein anderes Prinzip von XML. Da werden Inhalte von zwei Codewörtern eingeschlossen sozusagen. Also hier haben wir einmal Autor, Author, und das ist das eröffnende Author, und das hier ist das schließende Author. Das hat hier einen Schrägstrich drin. Und das muss auch Author heißen auf Englisch. Das darf man jetzt nicht verändern in Autor, weil diese Sachen hier, die werden vom Programm gelesen und das Programm sucht nach Author. Das hat keine Ahnung, dass es auf Deutsch Autor heißt. Also das muss man genauso schreiben. Auch dieses hier, Mod Desk Version gleich Anführungsstriche 63 Anführungsstriche Klammer zu, muss genauso geschrieben werden. Da hat man also keinerlei Freiheiten. Und hier drinnen, dazwischen, da kann man aber schreiben, was man will. Ich habe natürlich Oma Tanner reingeschrieben, logisch. Und ihr könnt eventuell sowas schreiben wie, ja, wenn ihr jetzt Eva hießet, könntet ihr schreiben, Eva in Klammer vielleicht, Original Oma Tanner, weil ihr ja meinen Mod verändert. So würde das aussehen, oder ja, wenn ihr jetzt Tom heißen würdet, schreibt ihr hier Tom rein. Tom, und ihr könntet das Oma Tanner auch ganz rauslöschen, aber es ist sozusagen die feine englische Art, wenn man einen Mod verändert von jemandem anders, dass man den noch als Autor mit nennt. Jo. Weil ich heiße natürlich nicht Tom, darum lasse ich das mal. Und ihr müsst auch nicht Tom schreiben. Also, toll, ja. Ja, logisch. Wer von euch heißt schon Tom? Bitte melden. Ihr müsst nicht euren normalen bürgerlichen Namen schreiben, sondern ihr könnt euch einen Modder-Namen ausdenken. Meiner deckt sich mit meinem YouTube-Namen. Und aber original heiße ich ja eigentlich Eva Marbach. Das ist mein offizieller bürgerlicher Name. Aber ich kann hier durchaus als Mod-Autorin Oma Tanner reinschreiben. So, das nächste ist jetzt auch so ein Fall. Diese Version, wo vorne das praktisch eröffnet wird und hinten wird das Thema Version geschlossen, was man an diesem Schrägstrich erkennt. Ah, und was ich vergessen habe, euch zu zeigen. Und das ist jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit. Denn mir ist aufgefallen hier jetzt gerade, immer wenn ich in so einem Ding drin bin, wird das lila gemacht. Das kann irritieren, aber das ist auch ziemlich nützlich, weil es so richtig zeigt, so okay, links das Version gehört zu dem Rechtsversion. Das eine öffnet es und das andere schließt es. Das ist sehr praktisch. Und hier sind sowieso viele verschiedene Farben, die helfen einem bei der Arbeit. Und Notepad++ kriegt man kostenlos. Und ich werde euch unter diesem Video einen Link machen, wo ihr das runterladen könnt. Und das ist ein super Programm für alle diese Arten von Textbearbeitung. Also, ja, praktisch jeder Modder kennt das, jeder Entwickler kennt das, selbst wenn er vielleicht in einer anderen Entwicklungsumgebung entwickelt, also Programmierer meine ich jetzt. Aber Notepad++ ist das Ding schlechthin, wenn man irgendwelche Texte bearbeiten will, so, ja, technische Sachen. Wie sowas. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Jetzt rufe ich hier nochmal unsere
Mod-Verzeichnis auf. Okay. Und man könnte das auch mit dem normalen Texteditor öffnen. Also ich habe jetzt hier unsere Moddesk XML und sage jetzt öffnen mit diesem Editor. Das geht auch. Kann man benutzen. Also wenn man sich sagt, ach, ich will das jetzt nicht runterladen und installieren, ich will nur mal eben gucken, ob ich überhaupt durchsteige, könnt ihr so machen. Aber man sieht ja einen deutlichen Unterschied. Ich klappe hier mal das Verzeichnis wieder weg und stelle die mal so ein bisschen nebeneinander. Also ich finde das hier einfacher zu bearbeiten, weil hier sticht in Schwarz der jeweilige Inhalt raus. In Blau, weiß ich, sind diese ganzen XML-Zauberwörter. Und was das Orange ist, da kommen wir auch noch drauf. Und auch was das Rote ist, kommen wir noch extra drauf. Und das hier ist halt alles in einem. Kann man benutzen. Ist kein Problem. Aber es ist lange nicht so komfortabel. So, also wir waren bei der Version. Hier könnte man theoretisch auch reinschreiben, was man will. Aber wenn man damit liebäugelt, seine Mods später mal in den Mod-Hub zu bringen, jetzt diesen ersten nicht, der würde wahrscheinlich wegen mangelnder Schöpfungshöhe abgelehnt werden im Mod-Hub. Außerdem habe ich diesen Mod, den wir jetzt verändern, schon in Form eines Packs eingereicht beim Mod-Hub. Also wahrscheinlich ist meiner dann zuerst dran und dann würden sie sagen, nee, also das ist zu ähnlich. Und ja, aber später könnt ihr Mods im Mod-Hub einreichen und da ist dieses Versionsnummernsystem mit 4 Stellen Pflicht. Es muss also heißen, bei der ersten Version, die man im Mod-Hub einreicht, 1.0.0.0 und dann bei späteren kann man dann da hinten Zahlen reinschreiben, wie man will. Aber die erste Version muss so heißen. Darum fange ich zum Beispiel, wenn ich einen Mod entwickle, immer mit einer niedrigen Zahl an. Je nachdem, wenn ich denke, oh je, an dem sitze ich wochenlang, dann fange ich gleich mal mit 0.1 an. Dann ist das die Alpha-Version und steigere das dann so langsam, damit ich die 1 vorne frei habe, wenn ich es endlich im Mod-Hub veröffentliche. So, das nächste ist der Icon-File-Name, File-Name. Da brauchen wir hier wieder unser Verzeichnis. Da. Hier sieht man auch schon, da steht jetzt modicon.dds und hier haben wir eine Datei, die ist modicon.dds. Und diese Datei ist diese zentrale Mod-Datei mit dem blauen Hintergrund. Ich rufe jetzt mal das PaintNet auf, das braucht ihr jetzt aber nicht für diesen Fall. Aber damit ihr wisst, wovon ich rede. Das ist diese blaue Datei, die man auch sieht, wenn man im Mod-Hub einen Mod runterladen will und so. Für Mods außerhalb vom Mod-Hub muss das nicht so blau aussehen. Aber wenn man einen Mod im Mod-Hub drin haben will, muss es diesen blauen Hintergrund haben. Der wird auch von Giants zur Verfügung gestellt. Den werden wir uns beim nächsten Mal auch runterladen. Diesmal werden wir an diesem Bild nichts verändern. Aber ich wollte es euch nur mal zeigen, damit ihr das seht. Und ja, was Pflicht ist bei allen Mods, egal ob Mod-Hub oder nicht, ist, das muss 256 mal 256 Pixel groß sein. Also ein Quadrat und genau mit diesen Pixelzahlen und es muss in einem speziellen DDS-Format abgespeichert sein. Und DDS ist ein, ich mache das hier mal wieder zu, ist ein Grafikformat, das in der Spieleindustrie beliebt ist. Das hat eine ganz gute Komprimierung
Und unterschiedliche Komprimierungen, je nachdem, was man damit will, ob das was Transparentes sein soll oder nicht, ob das Texturen sind, wo man auch aus der Ferne das verkleinert schon sehen soll und so weiter und so fort. Und normalerweise, wenn man mit Grafikdateien was zu tun hat, hat man mit diesem DDS-Format nie was zu tun. Ich dachte auch erst, was ist denn das? Und ich kann hier das mal größer machen. So, dann sieht man das hier auch. Und aber inzwischen habe ich mich dran gewöhnt. Und es gibt kostenlose Programme, mit denen man das bearbeiten kann. Und das ist doch schon viel wert. Ja, und die muss modicon.dds heißen. Zumindest, wenn man es im ModHub einreicht. Wenn man das nicht will, kann die auch schnurzipurz.dds heißen. Aber ich werde euch das so beibringen, dass ihr sozusagen, wenn ihr diese Tutorial-Reihe durch habt, mit euren Mods fit seid für den ModHub. Diese ganzen kleinen, lästigen Sachen, die eigentlich nicht schwierig sind, aber die nervig sind, wenn man sie nicht weiß und dann ändern muss. Also beim ModHub gibt es viele so Vereinheitlichungsregelungen. Und wenn man vorher das anders gemacht hat, dann ist es so, oh, was muss ich denn noch alles ändern? Und wenn man es immer gleich so macht, dann ist es kein Problem. So, jetzt kommt das nächste XML-Ding. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich da hier so langsam durch diese Sachen durchgehe, die ihr gar nicht ändern müsst, das geht halt darum, damit ihr eine Grundlage habt und grundsätzlich was versteht. Einerseits dieses XML-Textformat und andererseits auch das Regularium, wie sowas aufgebaut wird. Als nächstes kommt hier der Titel des Mods. Und da seht ihr sozusagen eine zweistufige XML-Struktur. Also hier ist übergreifend Titel, wird hier aufgemacht und da mit dem Schrägstrich zugemacht. Und da drinnen sind mehrere andere Sachen, und zwar mehrere Sprachversionen. Jeder Mod muss zwingend einen englischen Titel haben. Und wenn der deutsche Name anders ist, dann muss man den da auch reinschreiben. Aber wenn der deutsche Name gleich ist, wenn das Ding jetzt nur Silo hieß, und auf Deutsch heißt es Silo und auf Englisch spricht man das gleiche Wort Silo aus, aber das gleiche Wort, dann würde man das Deutsche weglassen und auch dieses EN drumrum und würde einfach sagen, Titel, dann Silo und Titel zu, zack, fertig. Aber normalerweise hat man hier unterschiedliche Namen. Und wenn man das noch auf Französisch angeben will, dann schreibt man hier noch Klammer auf FR, Klammer zu und dann Silo Grand oder so. Ja, hier schmeißen wir das Original raus, weil das ist ja das überarbeitete Silo. So, jetzt die Beschreibung, hier Description, ist auch so ein übergeordnetes Ding und das sieht merkwürdig aus. Also, ich denke mal, es sieht für euch merkwürdig aus. Ich fand, es sieht merkwürdig aus. Wir haben hier auch wieder Englisch. Das geht von dort bis dort. Und hier haben wir Deutsch. Das geht von dort bis dort. Und das Description-Dings geht von hier bis da. Und das Description-Dings muss für den ModHub in CData eingeschlossen werden. Ja. Und in so einem CData-Block hier, da sieht er das, CData, da kann man Texte schreiben, freier als wenn man kein so ein CData-Dings hat. Das wird zum Beispiel auch benutzt, um, wenn man einen Shader programmiert, um dort Programmiercode in einer anderen Programmiersprache reinzuschreiben. Aber das ist bei uns ja überhaupt nicht der Fall. Hier geht es einfach nur um eine Beschreibung. Und wahrscheinlich haben sie das gemacht, damit die Sonderzeichen kein Problem sind
oder was auch immer, warum das so sein muss. Aber für den Modder muss es in CData drin sein. Und das geht dann hier ganz kompliziert los mit spitze Klammer auf, Ausrufezeichen, CData in eckige Klammer. Dann hier noch eckige Klammer auf. Und hier unten, wenn die Beschreibung fertig ist, dann werden die eckigen Klammern zugemacht und die spitze Klammer auch. Und dazwischen kann man eben seinen Text schreiben. Der muss für den Modtab immer eine englische Beschreibung haben und eine deutsche Beschreibung sollte es auch haben. So, wir nähern uns schon dem Ende von der Moddesk XML. Sorry, dass es so lange dauert, aber ich denke mal, das, was wir heute erklären, müssen wir dann beim nächsten Mal nicht erklären. Und dann seid ihr auch besser vorbereitet, um eigenständig an Mods zu arbeiten. So, das nächste ist hier ein sehr praktischer Eintrag, der für Multiplayer wichtig ist, wie man hier unschwer erkennen kann. Und das ist jetzt einer, da wird nicht ein Ding aufgemacht und dann zu, sondern das ist so ein Ding für sich. Und darum hat das hier diesen Schrägstrich da. Kann man schlecht sehen, weil alles lila ist. Diesen Schrägstrich hier hat es hinten vor der spitzen Klammer. Das sagt dem lesenden Programm, okay, also man muss nicht nach einem schließenden Multiplayer suchen. Das Ding steht für sich alleine. Das sieht man auch hier. Hier ist auch so ein, das schließende Schrägstrich ist hier hinter dem Store-Item-Dings. Und hier ist ein Ding, was aufgeht und zugeht. Aber hier zum Multiplayer. Und da werden jetzt Parameter innerhalb von diesem Multiplayer-Eintrag mitgeliefert. Nämlich supported, das heißt unterstützt, ist gleich, Anführungsstriche, true. True kennt ihr vielleicht. Ein bisschen Englisch wäre auch sinnvoll, wenn ihr Modden lernen wollt. Das habe ich noch vergessen zu sagen. Also grundlegende PC-Kenntnisse und zumindest mal grundlegende Englischkenntnisse. Weil man braucht das an jeder Ecke Englisch. So, also supported heißt unterstützt und dann ist gleich und dann true für wahr. True und false, false für falsch, sind ganz besondere Zauberwörter in der Computertech-Welt. Die werden immer wieder für alles Mögliche benutzt. Und also damit kann man einfach irgendwas anschalten und abschalten. Und immer wieder trifft man auf True und False. Und in diesem Fall soll der Mod auch für Multiplayer funktionieren. Und darum ist da True drin. Wenn man diesen Eintrag weglässt, ist es automatisch false und dann funktioniert der Mod nicht im Multiplayer. Aber so einfach macht man einen Mod Multiplayer tauglich. Zumindest jetzt so einen einfachen Mod. So, und jetzt kommen wir zu den entscheidenden Sachen, nämlich den Store-Items. Hier. Und die werden einzeln aufgeführt. Und denkt ihr auch, welche die und einzelne. Es ist nur ein Store-Item hier, nämlich hier dieses da. Aber wenn man jetzt ein Pack machen würde mit mehreren Silos, dann würden hier einfach mehrere solche Zeilen untereinander stehen und dann hätte man ein Pack. So einfach geht das, ein Pack zu machen. Man muss natürlich die ganzen einzelnen Objekte dann da drin haben mit Bildchen und hast du nicht gesehen. Aber hier an dieser Stelle verwaltet man ein Pack sozusagen. Oder eben einen Einzelmod, wie in dem Fall. Ja, da ist jetzt zum Beispiel auch wichtig, dass das alles so geschrieben wird, wie es hier steht. Es muss Store Items heißen, hier oben und da außen. Und das hier ist jetzt Store Item und Root Node bedeutet, dass es sich in dem Fall, als Root Node ist gleich Placeable, bedeutet, dass es um ein platzierbares Objekt geht. Und
XML-File-Name bedeutet, dass dieses Objekt, dieses Store-Item, also dieses Objekt, was man im Laden kaufen kann, silo-large.xml heißt. Ja, das gucken wir uns gleich an, dieses silo-large.xml. Und wenn ihr jetzt ein Script-Mod hättet, dann würde hier was anderes noch stehen, aber dazu kommen wir jetzt erstmal nicht. Ich denke mal, es reicht auch fürs Erste, was die Moddesk-XML angeht. Hier wird das Ganze noch geschlossen mit Moddesk ist zu Ende. Die wird ja hier oben aufgemacht und hier ist sie zu Ende. Okay, jetzt gucken wir die Silo-Large-XML ein. So, das ist diese hier. Mache ich hier auch auf. Geht einfach mit Doppelklick, wenn man das installiert hat. Da erkennt ihr so diesen gleichen Aufbau. Das ist das gleiche XML, nur gibt es da noch mehr verschiedene Arten von Einträgen. Also erstmal wird wieder gesagt, ja, ich bin XML. Und hier wird gesagt, dieses platzierbare Objekt ist ein Silo. Da, das ist das Entscheidende. Und das andere hier ist Informationen für den Computer, die wir jetzt nicht verstehen müssen an der Stelle. Dann wird bei so einem, das ist im Prinzip die XML-Datei, die das einzelne Objekt beschreibt, nämlich in dem Fall das große Silo. Und hier in dem Bereich wird alles beschrieben, was den Store-Eintrag angeht. Also was man, wenn man mit P in den Shop geht oder beim platzierbaren Objekt mit Umschalt-P in den Baumodus, was man da an Infos zu sehen kriegt. Da haben wir dann nicht Titel, sondern Name, aber auch wieder Englisch und Deutsch. Hier habe ich die jetzt nicht untereinander geschrieben, sondern weil es kurz ist, nebeneinander. Das kann man machen, wie man will. Also ob die Sachen untereinander sind oder Leerzeilen dazwischen und so. Das spielt keine Rolle, aber hier, diese Sachen werden sehr streng genommen, dass die genauso geschrieben werden. Und hier haben wir die Funktionen. Und da haben wir jetzt was ganz Merkwürdiges, nämlich eine $L10N_function_fillable_silo. Dann denkt ihr, oh, jetzt geht's los mit dem komplizierten Zeugs. Das können wir einfach so lassen in dem Fall. Das bedeutet, dass das eine Funktionsbeschreibung für füllbare Silos ist, die im Spiel eingetragen ist, und zwar in vielen Sprachen. Also hier, das ist wohl klar zu verstehen, Funktion, füllbares Silo. Und dann kommt hier dieses $L10N. Und L10N ist sozusagen das Kürzel für Mehrsprachigkeit. Und diese Definition von L10N_function_fillable_silo, wo dann da steht, dies ist ein Silo zum Beispiel, oder auf Englisch, this is a silo, die stehen im Spiel versteckt. Man kann solche Sachen auch selber machen, wenn man jetzt selber mehrsprachige Definitionen für Sachen haben will, die es nicht im Spiel gibt, dann kann man das in der Moddesk XML machen. Aber das ist eher für Fortgeschrittene. Und man könnte hier jetzt auch einfach diesen Kram rausschmeißen. Das machen wir mal. Machen wir das doch einfach mal. So, zack. So, wir wollen nicht die Standardbeschreibung, sondern wir wollen, dass das jetzt hier schön individuell beschrieben wird. Und dann machen wir hier jetzt eine extra Zeile für das Silo. Gut, das rücken wir noch ein, damit es schön ordentlich ist. So, und jetzt schreiben wir hier
This huge silo can contain all your stuff. Man könnte es bestimmt noch besser schreiben, aber ich will euch nur zeigen, wie man sowas selber machen kann. Dieses große Silo ist ein Multifrucht-Silo. Diesen Text werden wir später sehen, wenn wir dieses Silo platzieren. So, jetzt geht's hier weiter. Da kommt jetzt ein Image, und das nennt sich hier store-silo-large-dds. Seit dem LS22 müssen diese Store-Icons vorne kleingeschrieben store-unterstrich heißen. Ist verpflichtend im Mottab zumindest. So, das ist dieses hier. Das rufe ich jetzt auch mal auf. Das, seht ihr, ist auch wieder so eine DDS-Datei. Und die ist jetzt etwas größer. Die ist nämlich 512x512 groß und mit transparentem Hintergrund. Und die muss mit transparentem Hintergrund sein und in einem speziellen Format abgespeichert werden. Aber da wir die jetzt diesmal so lassen, gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Das wird ein extra Thema, Store-Icons machen und so. Und hier kommt was, das leuchtet euch bestimmt gleich ein. Da steht nämlich Preis und der hat jetzt 150.000. Wollt ihr für euer eigenes Silo 150.000 Euro zahlen? Ich sag's euch gleich, das sieht schon etwas gebraucht aus, dieses Silo. Es glänzt nicht so ganz toll wie die teuren Silos, die man im Basisspiel kaufen kann. Aber es ist recht groß. Ihr habt hier die Freiheit, einen Preis einzutragen, wie ihr wollt. Ich nehme einfach mal die 1 vorne weg und lasse es dann 50.000 sein. Denn es ist zu groß für ein 30.000 Silo, finde ich. 30.000 Euro Silo. Aber 50.000 finde ich angemessen. Und das entspricht jetzt hier eurem Gutdünken und was ihr für einen Preis eintragen wollt. Wenn ihr den Mod für euch verwendet, wenn ihr einen Mod im Mod-Hub einreicht, dann kann das leicht mal passieren, dass die sagen, also die schicken einem dann den Mod zurück nach dem Testen und sagen, also wir finden, das ist zu billig, der muss teurer sein, bitte mach ihn etwas teurer. Das ist mir schon öfters passiert. Und dann kann man entweder sagen, oh, aber der ist für arme Bauern gedacht und außerdem sieht er schon sehr gebraucht aus. Habe ich auch schon oft geschrieben. Und dann sind sie da oft mit einverstanden. Oder man sagt, okay, also ich habe ihn jetzt um 10.000 erhöht, aber ich will trotzdem, dass der preiswert bleibt für arme Bauern, die sich keinen schicken, glänzenden Unia-Silo leisten können. Okay, Lifetime kann man normalerweise einfach bei 1.000 lassen. Soweit ich weiß, bedeutet das, dass dieses Objekt 1.000 Ingame-Tage lang funktioniert. Ich habe noch nie 1.000 Tage gespielt, daher weiß ich das nicht genau. Die Rotation kann man auch auf 0 lassen. Da könnte man eintragen, wie das beim Platzieren rotiert werden soll. Aber man kann das ja selber rotieren beim Platzieren. Dann kommt hier die Marke. Und bei Gebäuden, die man selber moddet, nimmt man normalerweise am besten Lizard. Das ist die Marke, die Giants erfunden hat, vor allem früher für Fahrzeuge, die sie selber erfunden haben und die nicht zu einer lizenzierten Marke passt. Und die heißen dann alle Lizard. Und das hat sich jetzt auch bei Gebäuden so eingebürgert. Man könnte hier auch Non hinschreiben. Also Non wie keine. Aber mir ist ein Mod deswegen schon mal abgelehnt worden. Obwohl, ihr müsst nur im Mod-Hub gucken,
Da gibt's hunderte von Mods mit Marke Non, aber bei mir haben sie es abgelehnt. Die sind also manchmal auch etwas unberechenbar. Und jetzt kommen hier Einträge. Spezies ist sowas wie die Grundart des Mods. Das lässt man am besten so. Jetzt, wenn es weiterhin um ein Silo gehen soll und ein platzierbares Objekt. Beim Fahrzeug würde da dann Vehikel stehen oder so. Und es soll aber ein platzierbares Objekt bleiben. Und die Kategorie ist Silos. Ja, soll auch so bleiben. Und warum sie das jetzt Brush genannt haben, das nächste, finde ich irgendwie merkwürdig. Ist aber eine weitere Kategorisierung für die Auswahl beim Platzieren. Also platzierbares Objekt. Und jetzt ist es hier in der Übergruppe Gebäude und in der Untergruppe Silos. Und das kann man einfach erstmal so lassen. Das sind festgelegte Begriffe. Ich kann jetzt nicht einfach da was anderes reinschreiben. Dann findet das Spiel das nicht und ordnet es an der falschen Stelle ein. Wenn ich jetzt also stattdessen ein Farmhaus definieren will, ist es sinnvoll, bei einem anderen Farmhaus zu gucken, wie wird das denn genannt, diese Kategorie von dem Farmhaus. Also heißt natürlich Farmhaus, aber wird es zusammengeschrieben oder in einem? Das würde ich dann sicherheitshalber nachgucken. So, jetzt sind wir hier mit dem Store-Data schon fertig und wir haben eine Änderung schon gemacht, nämlich hier den Preis verringert. Okay, hier geht's jetzt weiter. Da kommt als nächstes erstmal Base. Das ist relativ wichtig, das ist essentiell wichtig. Da müsst ihr hier nichts dran ändern, aber ja, diese XML-Datei beschreibt das Objekt noch, aber in dieser i3D-Datei, die hier praktisch aufgerufen wird, da ist das eigentliche Objekt drin und es ist eigentlich eine zweiteilige Datei, die zeige ich euch auch nochmal. Das ist diese hier, Silo Large i3D, und dann gehört dazu noch die Silo Large i3D Shapes. Und diese Silo Large i3, also die beiden zusammen, das sind die Dateien, die mit diesem ominösen Giants Editor generiert werden. Da ist das eigentliche Objekt drin. Und das Objekt und allen möglichen Steuerkram. Also nicht Finanzamt steuern, sondern Sachen zum Steuern. Und zum Beispiel die Trigger, dass wenn man hier vorbeifährt, dass man und dahin sich hinstellt, dass dann signalisiert wird, hallo, mit i kannst du hier was ausladen und so. Und dass man dann auch ausladen kann. Das sind alles Sachen, die werden hier definiert in dieser i3D-Datei. Und diese hier ist auch eine XML-Datei. Ich rufe die kurz mal auf, damit ihr die nur mal seht. Aber die gucken wir uns jetzt nicht genau an. Also hier werden erstmal alle möglichen Texturen aufgerufen. Dann werden die Materialien festgelegt. Und hier sind die ganzen eigentlichen Objekte, zum Beispiel, das sind die ganzen Trigger und dann sind die Definitionen für wie groß das ist, in welchem Bereich das gelevelt wird, in welchem Bereich getestet wird, ob man das nebeneinander stellen kann und nicht. Dann kommt hier das eigentliche Silo, dann gibt's hier noch ein paar Lampen und Dekorationen gibt's auch und so weiter und so fort. Das kann man also alles noch lesen. Man kann es auch hier bearbeiten und dann wieder neu in dem Giants Editor laden. Und man kann also diese i3D-Datei im Wechsel mit dem Texteditor und mit dem Giants Editor bearbeiten. Aber da sind nicht die eigentlichen Formen drin.
Und die sind hier in dieser Shapes-Datei. Das ist eine sogenannte Binärdatei. Rufen wir die spaßeshalber auch mal auf. Die sieht so aus. Das ist also nichts, was ein Mensch lesen können soll. Das kann nur der Computer lesen. Und das können wir auch nicht einfach so mit einem Texteditor bearbeiten, sondern das bearbeitet man im Prinzip, indem man mit dem Giants-Editor an dem Objekt arbeitet. So, dann wisst ihr jetzt auch, was diese Dateien hier zu sagen haben. Die sind sozusagen das eigentliche Ding. Das hier ist beschreibend, die beiden Sachen, und das sind die Bilder. Aber das eigentliche Silo ist hier in diesen beiden Dateien drin. So, und dann ist hier was drin, das gibt es erst seit dem LS22. Can be renamed, kann umbenannt werden. Ja, das ist gerade bei einem Silo sehr praktisch, weil wenn ich zum Beispiel neben dem Feld 50 ein Silo stehen habe und auch noch auf meinem Hof, dann kann ich das eine Hofsilo nennen und das andere Silo 50 oder so. Und dann kann man das schön unterscheiden. Und jetzt kommt hier eine ganze Menge Geraffel, das uns momentan glücklicherweise nicht interessiert. Das ist nämlich nervig und lästig, aber wichtig. Das sind diese Areas, die wir auch bei der anderen Datei gesehen haben, und die werden hier jetzt noch festgelegt, welche Knotenpunkte welche Sache beschreiben. Also da zum Testen, das ist hier die Clear Area, ist dafür da, in welchem Bereich die Pflanzen weggemacht werden sollen, wenn man was platziert. Die Level Area ist dafür da, zu definieren, in welchem Bereich es eingeebnet werden soll, wenn man es platziert. Und dann gibt es noch die Indoor Area. Das ist die Area, wo es nicht reinschneien soll. Also bei einem Silo definiert man zum Beispiel dieses Gitter, wo man das reinkippt, als Indoor Area. Weil da soll es ja nicht schneien. Da will man ja auch bei Schnee hinfahren können und ausladen. Dann gibt es die Tip-Occlusion-Update-Areas und da gelten spezielle Regeln für das Hinschmeißen von Materialien und so. Dann auch neu im LS22 sind die AI-Bereiche für den neuen Helfer. Da gibt es jetzt auch bestimmte Punkte, die festlegen, hier darf der Helfer hinfahren, da ist zum Ausladen gut und am besten fährt er diese Linie lang, das ist dann dieses Spline und das lernen wir alles später. Und hier ist noch was Interessantes, das gibt's auch erst neu beim LS22 und zwar Dynamically Loaded Parts. Man kann jetzt also ein Objekt bauen und lässt dieses Gitter, wo das Getreide reingekippt wird, einfach weg und ruft das dann als Standardobjekt auf und dann wird es vom Spiel sozusagen damit eingefügt. Man kann auch bestimmte Deko-Objekte oder so als dynamisch reinladen sozusagen. Und hier haben wir auch eine komische Dateinamenangabe. Und zwar fängt es an mit $data. $data sagt immer, das ist im Spieleverzeichnis, und zwar im Spieleverzeichnis Unterverzeichnis Data. Und dann bei Placeables, Selling Station Generic No Cover .i3d. Und diese Datei wird aufgerufen. Mit diesem $data werden wir noch eine ganze Menge zu tun haben. Aber jetzt reicht es, das einfach zur Kenntnis zu nehmen. Dann gibt es noch den Infotrigger, auch eine neue Sache. Das ist ein unsichtbarer großer Kasten im Bereich von diesem Silo. Und wenn man da reinläuft, dann kriegt man jetzt angezeigt, Hofsilo, das und das ist drin und so weiter. Oder dieses Silo ist leer.
Und jetzt wird's wirklich interessant. Jetzt kommt nämlich die Definition von dem Silo. So. Da müssen wir jetzt glücklicherweise auch nicht alles umschreiben. Das habe ich auch im Prinzip so übernommen von den Originalsilos, die wir als platzierbare Objekte im Spiel haben. Denn das ändert sich dann immer so ein bisschen von Version zu Version. Und man muss es immer genauso machen, dass es brav ist, wie Giants das in der aktuellen Version haben will. Und hier wird die Loading-Station festgelegt. Und Loading ist, wenn man selber das Zeug kriegt. Also wenn man mit seinem leeren Anhänger dahin fährt, unter dieses Ausgaberohr und dann auf R drückt, dann wird diese Loading-Station aktiv. Und da werden hier alle möglichen Sachen festgelegt. Zum Beispiel auch, dass es eine Extension unterstützt. Und das heißt, man kann bei diesem Silo auch eine Erweiterung dran bauen. Man könnte das auch ausschließen, dann müsste man da False hinschreiben. Und dann der Radius, in dem das gilt. Und dann haben wir hier der Loading-Trigger. Das ist so, bei dem Laden ist das nur so ein schmales, unsichtbares Rohr. Und wenn man da durchfährt mit seinem Anhänger, dann kann man da was einladen. Und hier steht dann noch, wie schnell das dann geladen wird. Wenn ihr jetzt euch ärgert, dass es immer so lang dauert, wenn das Zeug aus dem Silo kommt, könntet ihr diese Zahl hier einfach erhöhen. Und dann gibt es hier noch Discharge Node und da wird dann gesagt, an welchem Knotenpunkt in dem Objekt das Zeug dann rauskommt. Und hier wird es jetzt auch wieder interessant. Und zwar gibt es da die Fill-Type-Categories. Und da steht hier drin Farm-Silo. Und die Kategorie Farm-Silo beinhaltet alle Getreidearten im Prinzip. Also so das Übliche mit Mais und so, was halt in so ein Silo reinpasst. Und das ist jetzt was, das muss man entweder wissen. Oder man guckt das nach. Da gehe ich mit euch auch mal hin. Damit ihr das schon mal seht. Da werden wir noch viele Ausflüge hin unternehmen. Und zwar, je nachdem, wo ihr das Spiel gekauft habt, ist es woanders installiert. Also ich meine jetzt den LS22. Und bei Steam ist es zum Beispiel in Steam. Also erstmal, nee. C, Programme 86, Steam Apps kommen und dann kommt, glaube ich, Farming Simulator 2022 oder so. Wenn man es direkt bei Giants gekauft hat, ist es einfacher, dann hat man nur Programme x86 und dann gleich Farming Simulator 2022. Und da ist dann vor allem immer das Verzeichnis Data für uns interessant. Da gehen wir mal rein. Und hier gibt es viele Verzeichnisse, die sehr interessant sind. Oh, ich gehe noch einmal zurück, denn steht das hier? Ja, irgendwo steht bloß nichts verändern. Da steht's nicht. Vielleicht steht es hier bei den Maps. Nee, sonst stand das da immer. Na, auf jeden Fall, man sollte hier überhaupt gar nichts verändern. Manche machen das, aber das sind meistens Leute, die wissen, was sie tun. Man kann sich das ganze Spiel damit kaputt machen, wenn man hier was verändert und man macht einen Fehler. Und ich verändere hier prinzipiell überhaupt nichts. Ich hole mir da nur Sachen raus oder ich informiere mich an diesen Stellen. Aber ich verändere in diesem Bereich vom Farming Simulator 2022 überhaupt nichts. Aber gucken, ganz viel. Da könnt ihr auch einfach mal drin rumstöbern.
bloß nichts verändern, aber gucken. Gucken ist erlaubt. Wir gucken jetzt mal hier im Bereich Maps. Da sieht man hier als Verzeichnisse schon Map Alpin, Map FR, Map US. Könnt ihr euch bestimmt denken, was das alles ist. Textures. Da sind jede Menge Texturen drin. Ich klicke hier mal kurz rein. Hier Shared. Da seht ihr lauter bunte Bildchen. Aber die wollen wir jetzt gar nicht gucken. Hier werden die Bäume definiert. Und hier sind jetzt sehr viele interessante Steuerdateien. Und wir gucken jetzt hier nur mal die Maps Fill Types XML an. So. Und zwar bin ich hier schon ziemlich weit unten. Ich hatte die schon aufgemacht. Ach, ich zeig's euch mal von oben. Weil es ist einfach so interessant, was man hier so entdecken kann. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr, wenn ihr darauf anspringt, auf das Modden, stundenlang hier in diesen Dateien rumguckt und staunt und sagt, oh, was steht denn da alles drin? Hier wird jetzt zum Beispiel der Fülltyp Weizen festgelegt. Das ist nicht die Definition der Fruchtart, wie sie wächst. Das ist noch in der Extradatei, also welche i3D-Dateien gebraucht werden und welche Texturen, um den Weizen darzustellen und so. Das ist nochmal extra. Hier sind so Sachen wie, in welcher Form wird es dargestellt, wenn es geerntet ist und wie sind die physikalischen Daten und so und wie ist, ich sehe auch das, ja, das Objekt, das Icon dafür steht hier auch, zum Beispiel hier erstmal der Name und dann ist wieder so ein $L10N. Das heißt, da stehen dann die verschiedenen Namen in verschiedenen Sprachen in dieser Liste für Wheat wie Weizen und ob es in der Preistabelle gezeigt wird. Und dann ist Unit Short die Kurzeinheit, dann wie schwer das ist pro Liter. Und wie der Oberflächenwinkel sein soll. Wie der Standardpreis pro Liter ist, der steht hier drin. Das ist nicht der, den man normalerweise zu sehen kriegt. Aber auf dieser Basis werden die Preise berechnet. Und hier haben wir die Preisschwankungen im Verlauf des Jahres. Das kann man alles in diesen Dateien sehen. Finde ich cool. Da, wie das dieses Icon dargestellt wird, mit welcher Datei. Und hier haben wir einen $Data S. Das ist immer gemein. Da können wir nämlich nicht reingucken. Dieses $Data S ist eine verschlüsselte Datei. Schnief. Aber die Palettendatei, die können wir durchaus gucken. Und zwar gibt es da eine füllbare Palette, wo Weizen reinpasst. Weizen kann man also auch in einer Palette ausgeben. Dann sieht man hier die verschiedenen Texturdateien dafür. Und lauter hochinteressante Sachen. Ach, ich schweife ab. Jetzt gucken wir uns hier aber weiter unten die Fill-Type-Categories an. Früher stand bei diesen Dingern hier immer Fill-Types und dann wurde hier einzeln aufgeführt. Wheat, Barley, Dings und Dangs und Dongs. Man konnte auch im LS19 schon auf Fill-Type-Categories umstellen, denn da muss man nur noch Farm-Silo schreiben, zum Beispiel. Und hier haben wir Farm-Silo. Na, wo ist es? Da haben wir Farm-Silo. Und, also Farm-Silo enthält Wheat, Barley, Oat, Canola, Sunflower, Soybean und so weiter und so fort. Und wir wollen aber ein Multifrucht-Silo haben. Das ist zwar unrealistisch, aber viel praktischer. Da sollen also auch noch Kartoffeln reinpassen und Zuckerrüben. Darum nehmen wir hier Bulk. Da sind auch diese ganzen Weizen und so weiter drin, aber eben auch Kartoffeln und Zuckerrüben. Und was haben wir hier noch drin? Wir haben sogar Mist drin, Saatgut. Dann haben wir hier TMR, totale Mischration,
und auch dieses Ungenießbare. Wir haben Maishäcksel drin, das ist Chaff, Woodchips, Silage, Stroh, Gras Windrau ist geerntetes Gras und drei Gras Windrau ist geerntetes Heu, Zuckerrohr, Dünger, Schweinefutter, Kalk, Schnee, Straßensalz, Hirse, Olive, Steine, Steine auch und Mineralfutter. Das ist alles in Balk drin. Schreiben wir hier doch einfach mal stattdessen Balk rein. So, Balk. Und damit es nicht zu einfach ist, gibt es hier mehrere Stellen, wo das drinstehen muss. Das ist jetzt bei der Ausgabe. Beim Einladen muss es auch drinstehen. Das gucken wir uns später nochmal genauer an. Da steht hier auch Großfarmsilo. Da schreiben wir stattdessen auch Balk hin. Und dann noch bei dem eigentlichen Lagern steht auch Farmsilo drin. Ersetzen wir auch durch Balk. Damit ist jetzt schon sehr viel gewonnen. Man hätte jetzt eigentlich schon ein Multifruchtsilo. Aber wir können noch drüber hinausgehen, denn wenn ihr ganz sorgfältig aufgepasst habt, dann stellt ihr vielleicht fest, dass die Trauben hier nicht dabei sind. Warum auch immer. Vielleicht damit man einen extra Anhänger kauft, um Trauben zu transportieren. Aber wenn man hier dann sucht, ist bei Trainwagen auch das ganze Geraffel mit dabei. Aber nicht die Grasprodukte, die sind hier nicht dabei. Aber man hat die Trauben dabei. Das ist hier Grape. Okay, also schreiben wir noch Trainwagen dazu. Das gilt eigentlich für die Zugwaggons. Aber das ist egal, wir können das auch beim Silo eintragen. Also Silo Large an den drei Stellen. Und es wird getrennt durch einen Leerschritt. Leerschritt, Trainwagen. Balk, Leerschritt, Trainwagen. Ich füge das jetzt einfach mit Steuerung V immer ein. Und an der dritten Stelle hier auch noch. Wenn es an einer Stelle weglasst, funktioniert es nicht. So, viele von euch wollen aber in so einem Multifruchtsilo auch noch Flüssigkeiten drin haben. Zum Beispiel auch noch Milch und Wasser. Also gut, das finden wir hier. Liquid. Also tragen wir hier auch noch Liquid rein. Das wird dann natürlich immer unrealistischer, dessen muss man sich bewusst sein. Aber ich sag mir immer, der LS ist ja keine Berufsausbildung, sondern ist ein Spiel. Und darum ist ein bisschen Unrealismus durchaus okay. So, wir haben jetzt hier also noch Milch, Wasser und Diesel drin. Und noch, wie heißt das? AdBlue. Das ist dieses DEF. Und manche von euch wollen auch noch Flüssigdünger und Herbizid drin haben. Das ist hier bei Sprayer mit dabei. Also nehmen wir auch noch Sprayer mit rein. So. Und manchmal stelle ich mir die Matsche vor, die sich ergibt, wenn man dieses ganze Zeug alles in so ein Silo kippt. Aber das muss man sich ja nicht vorstellen. So. Wir haben jetzt also ja ein Silo, wo fast alles reinpasst. Vielleicht habt ihr aufgepasst, was passt nicht rein. Die Tomaten passen nicht rein, die Erdbeeren passen nicht rein, die Wollpaletten passen nicht rein. Ja, da gucken wir mal hier. Die gibt es ja eigentlich auch. Produkt, hier, da haben wir es. Mehl, Brot, Kuchen, Butter, Käse. Das wäre doch schön, wenn wir die auch in das Silo packen könnten. Das hatte ich mir am Anfang vom LS22 auch gedacht und hatte tatsächlich Produkt mit reingeschrieben bei meinem ersten braunen Holzsilo, das so als Test schon mal im Umlauf war. Und dann habt ihr mir erzählt, ja, ich kann meine Tomaten da reinpacken, aber ich krieg sie nicht mehr raus.
im Prinzip geht das mit dem Produkt nicht, weil es die ja nur in Form von Paletten gibt und ich kann nicht mit einem Anhänger unter die Ausgabedings fahren und sagen, jetzt gib mir meine Tomaten wieder. Die kommen nicht durch das Rohr sozusagen. Und darum müssen wir leider darauf verzichten, dass die Produkte da auch noch einzulagern. Ja, schade, gell? Okay, jetzt haben wir also ein Multifruchtsilo, ein billiges Multifruchtsilo gemacht. Okay, weiter geht's. Hier kommen wir jetzt zur Unloading Station. Das ist das, wo man drauf fährt und das auskippt. Und da gibt es auch diverse Zauberwörter, exakt Fill Note zum Beispiel. Das ist der Trigger, der, wenn man da drauf fährt, das es dann auslöst und sagt, hier, du darfst ausladen. Und hier gibt es auch noch, das haben wir ja bearbeitet, ein AI-Note. Der ist für den Helfer nötig. Da wird dem Helfer gesagt, hier ist die Ausladestelle für dieses Silo, damit er das findet. Und dann gibt es hier noch, nicht bei allen Silos, aber bei meinen Silos, einen Ballentrigger, damit man da auch Ballen einlagern kann. Die kriegt man dann zwar nicht als Ballen wieder raus, aber wenigstens kann man die Ballen reinlagern. Und die werden mit einer bestimmten Geschwindigkeit vernichtet. Also das sieht man ja öfters, wenn man einen Ballen irgendwo abliefert, dann bleibt er da noch eine Weile und verschwindet dann erst. Und wenn man mehrere Ballen auslädt, dann macht es so plopp, 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 plopp. Und das sind diese Delete Liters per Second. Das ist hier 10.000. Finde ich ganz okay, können wir lassen. So, also wir haben ein billiges Multifruchtsilo, aber es ist noch relativ klein, obwohl das Gebäude gigantisch ist. Jetzt wollen wir es groß machen. Und wenn ihr es aber nicht groß haben wollt, dann könnt ihr es auch klein lassen. Also ich habe das schon erlebt, die meisten von euch sagen, kannst du das Silo nicht noch größer machen? Aber manche von euch sagen auch, ich hätte es lieber kleiner und ich will auch nicht, dass da Herbizid und Milch reinpasst. Dann lasst das weg. Das ist eure Freiheit, das so zu machen. Ihr könnt es auch noch teurer machen, ganz wie ihr wollt. Es ist ja das Schöne am Morden, dass man da selber die Sachen so machen kann, wie man es haben will. Und ihr könnt euch jetzt, wenn ihr dies hier gelernt habt und wollt lieber ein Holzsilo haben, das realistisch ist, könnt ihr mein Holzsilo aus dem Modhub nehmen und die Kapazität verändern. Ihr könnt es auch teurer machen und ihr könnt statt Balktränenwägen und so weiter einfach wieder Farmsilo eintragen. Dann habt ihr ein realistisches Holzsilo. Also ihr könnt das Ganze umgekehrt machen. Jo, jetzt hier Storages. Da haben wir hier die Storage-Beschreibung, da muss auch rein, was alles drin sein darf. Und hier ist das Entscheidende, Capacity, das ist die Kapazität. Ich habe jetzt hier mal den Cursor so reingesetzt, dass man die Tausender-Trennung hat. Das sind jetzt 500.000 Liter. Das würde vielleicht so als realistisch empfunden werden. Aber ich finde das Silo groß. Ich will, dass es 50 Millionen hat. Ich kann immer die Nuller so schlecht trennen. Darum mache ich das mal so. So. Jetzt haben wir 50 Millionen. Und jetzt mache ich hier die Leerschritte weg, weil das muss schon so zusammengeschrieben sein. Also das Silo ist jetzt 50 Millionen Liter groß, da passt ordentlich was rein. Das ist nahezu grenzenloses Lagervergnügen.
So, hier steht auch isExtension gleich true. Das bedeutet, dass das praktisch, wenn das neben einem anderen Silo steht, dass die sich das teilen. Dann ist das ein Gemeinschaftssilo-Platz sozusagen. Und könnte man hier auch auf false stellen. Aber ich habe das lieber auf true. So, die wichtigsten Änderungen haben wir jetzt gemacht. Oder alle nötigen Änderungen. Wir gucken hier gerade nochmal nach da unten, was da noch so steht. Und zwar haben wir hier noch die Triggermarkers. Das sind die Stellen, wo diese blau leuchtenden Symbole erscheinen. Und erstens muss man das hier eintragen, damit es erscheint. Und das Spiel weiß dann auch, welches diese Triggermarker sind. Und wenn man dann in der Verwaltung ausschaltet, dass diese Aktionszonen, Interaktionsmarkierungen, Dingenskirchen, wenn man die ausschaltet, dann verschwinden diese blauen Symbole, weil das Spiel weiß, das sind die hier. Dann gibt es noch Hotspot. Das ist praktisch die Stelle, wo es auf der Karte gezeigt wird. Und dann gibt es hier noch die i3D-Mappings. Das ist sozusagen, hier steht ja Node Marker Loading. Da könnte man auch so ein 0 Dingenskirchen Eintrag reinmachen. Aber ja, in die feine englische Art ist jetzt, dass man das in ein Wort umsetzt und dass man hier unten dann diese Umsetzung von den Wörtern zu den Punkten in der i3D-Datei macht. Das ist was für die Zukunft. Das müsst ihr heute noch nicht verstehen. Und jetzt ist es fertig. Gut. Also, das speichere ich jetzt mal. Ich speichere auch mal die Moddesk-XML sicherheitshalber. Und jetzt gehen wir hier in unser Verzeichnis. Haben das alles schön gemacht. Die Bilder können wir lassen. Das markiere ich jetzt alles und gehe mit Rechtsklick hin und dann senden an ZIP-komprimierten Ordner. Wir nähern uns der Fertigstellung. Und da hat er jetzt einfach den Dateinamen von irgendeiner der Dateien genommen. Das wollen wir ja nicht. Es soll ja heißen fs22-silo.dub. Böll. Jawohl. Das ist jetzt unser Mod. Den kopiere ich jetzt mal. Kopieren. Und jetzt suche ich den Mod-Ordner, wo die ganzen Mods drin sind. Wir suchen ihn mal gemeinsam. Also ich habe ihn hier schon, aber wir suchen ihn nochmal. Und zwar gibt es ja bei Windows-Rechner diese Standardordner und da ist es im Bereich Dokumente und dann ist der LS bei My Games und da dann entsprechend bei Farming Simulator 2022 und das ist jetzt nicht das Verzeichnis, wo das Spiel drin ist. Das war ja ein anderes. Das war ja in Programme x86 Pipapo. Und dieses Verzeichnis ist das, wo die Spielerdateien drin sind. Also zum Beispiel hier auch unsere Save Games. Die sind hier auch drin. Und die heilige Log-Datei. Also wenn man ein Problem hat mit dem Spiel oder mit seinem Mod, den man gerade selber gemacht hat, und will gucken, was ist denn für ein Fehler passiert, dann muss man diese Log-Datei aufrufen. Das machen wir auch mal, aber ich denke mal, für diesmal ist es zu lang. So, und Musik kann man hier unterbringen und alles Mögliche. Und eben auch die Mods. Dieses Verzeichnis wird bei der Spielinstallation automatisch angelegt. Und normalerweise hat man dann auch schon das vorgefertigte Verzeichnis Mods, was natürlich am Anfang leer ist. Und wenn ihr im Spiel die Mods installiert, dann werden die automatisch hier rein installiert. Und wenn ihr aber
Mods runterladet auf einer Webseite und die von selber installieren wollt, dann müsst ihr die hier reinkopieren. Und wenn ihr einen Mod selber gemacht habt, dann auch. So, den fügen wir jetzt hier mal ein. Einfügen. Da ist er. Silo Double. Okay. Jetzt schieben wir das hier mal zur Seite und rufen den LS22 auf. Und jetzt müsst ihr ganz doll Daumen drücken, dass ich hier nichts falsch gemacht habe. Dass alles geklappt hat. Das kann selbst erfahrenen Moddern wie mir passieren, dass ich selbst bei so einer einfachen Umstellung was falsch mache. So, Karriere. Habe ich uns extra einen schönen freien Speicherplatz gemacht. Weiter. Nehmen wir neuer Pharma-Modus und nehmen wir Elmkrieg. Und jetzt schalten wir erstmal alle Mods ab und suchen mal nach unserem großen Mod. So. Ah, das ist übrigens der Mod, den ich beim ModHub eingereicht habe. Da sind noch mehr Silos dabei. Und das dauert noch ein bisschen, bis der kommt. So, hier haben wir das. Ach, Mist. Mist. Seht ihr, was ich sehe? Wir haben hier zweimal Silo groß. Hab ich nicht... Stand da nicht bei dem einen irgend sowas wie Ork? Ich weiß jetzt nicht, welches unserer ist. Weiß ich ganz ernsthaft nicht. Da euch das auch passieren kann, gehe ich das mit euch nochmal gemeinsam durch, was man in so einem Fall machen kann, wenn man praktisch zwei Mods mit dem gleichen Bild und dem gleichen Namen und der gleichen Versionsnummer drin hat. So, hier seht ihr übrigens auch dieses mittelgroße Silo, was die Alternative zu dem ist. Das sieht jetzt hier zwar größer aus, ist aber nur ein ganz bisschen größer als dieses einzelne und ist halt nicht doppelt, sondern nur eine so eine Riesenröhre. Okay, dann gehen wir jetzt hier erstmal wieder raus. Seht ihr, ich habe gerade gesagt, auch mir kann es passieren, dass ich einen Fehler mache. Ich hoffe, das ist der einzige Fehler. Wie nennen wir das denn dann? Das müssen wir hier in der Moddesk XML ändern, damit wir das an der Stelle sehen können. Silo groß, neu. Oder nein, wir nennen das groß multi. So. Ist doch jetzt Multifrucht-Silo. Okay, also nochmal zippen. So, hier. Und jetzt zeige ich euch einen Arbeitstrick, den ich immer benutze, wenn ich mehrere Versionen mache. Ich habe bis zu 100 Versionen von so einem Mod. Erstmal völlig unfertig angefangen, bis der dann richtig fertig ist für ein ModHub und dann dort noch überarbeitet werden muss. Und was öfter mal vorkommt, ist, dass man bei einer Verbesserung etwas verschlimmbessert. Und dann sagt man sich, oje, oje, eben ging's noch und jetzt habe ich was gemacht und es geht gar nichts mehr. Und darum hebe ich mir jede dieser Versionen auf. Und das ist jetzt was, das ist, gehört nicht zum Thema, so moddet man, sondern das ist, so mache ich es beim Modden, damit ich immer die alten Versionen auch noch habe. Ich lege mir hier also einen extra Ordner an und den nenne ich vorne immer mit A und Bindestrich, damit das immer vorne im Verzeichnis ist, denn das will ich ja nicht mehr mitpacken. Das ist da nur zur Erinnerung. Und im Prinzip war es ja ganz okay, darum nenne ich den okay und 01. Könnt ihr benennen, wie ihr wollt, aber ich halte es für sinnvoll, dass man das entweder ganz vorne oder ganz hinten macht vom Alphabet, damit man mit den anderen Dateien vom Mod nicht durcheinander kommt. Und da packe ich das jetzt einfach rein. Zack. So, jetzt machen wir das nochmal. So. Und zwar senden an. Könnt ihr das sehen? Nein, könnt ihr nicht sehen. Also mache ich das von hier aus. Senden am
ZIP-komprimierter Ordner und den nenne ich fs22-siloDouble. Okay, den kopieren wir jetzt wieder. Kopieren, das Mod-Verzeichnis suchen und damit Steuerung V einfügen. Und jetzt steht da, dass es das schon gibt und ob ich das überschreiben will. Ja, will ich unbedingt. Und das ist auch, dann weiß ich, ich habe es genauso geschrieben wie beim letzten Mal. Das ist gut so. Jetzt rufen wir hier den nochmal auf. So, ich kriege hier immer den Hinweis, dass ich ein Update installieren soll, aber ich hoffe noch auf einen Hotfix. So. Aber irgendwann werde ich mir das Update auch mal installieren. So, jetzt. Neuer Farmer, Helmkrieg. Jetzt wähle ich erstmal alle Mods ab und dann suche ich es wieder. Da, jetzt steht hier Silo Groß Multi. Das ist also unser neues. Das wähle ich jetzt an mit einem Doppelklick und Start. Dann bin ich schon sehr gespannt, ob das alles reibungslos geht. Falls es nicht reibungslos geht, wäre es fast noch besser für diesen Kurs, weil dann könnte ich euch auch noch zeigen, was man macht, wenn es nicht reibungslos geht. Aber wenn es klappt, ist es noch besser, denn das Video hier ist schon lang genug. Und was man macht, wenn es nicht klappt, das zeige ich euch bestimmt noch irgendwann. So, wir warten. Okay, ihr könnt schon mal hier nochmal Daumen drücken. Es ist gleich soweit. Okay, Start. Bestätigen. Kein Tutorial. Zack. Jetzt platzieren wir das da auf dieser leeren Fläche. So, mit Umschalt P. Und hier bei den Silos, da ist es, hier, 50.000, 50 Millionen Liter passen rein. Und da steht auch der Text, den wir geschrieben haben, dieses große Silo ist ein Multifrucht-Silo. So, da, ist das nicht schick groß? So. Jetzt habe ich nicht mehr genug Geld, ja. Das ist korrekt. Okay. Vielleicht kennt ihr das ja, dieses Silo. Das gibt es auf dem einen Hof in Elmkrieg. Und ich fand das so cool und ich dachte mir, irgendwie muss ich das mal unterbringen. Ja. So, da könnt ihr jetzt das Zeug reinkippen. Und man kann auch da hochlaufen. Also das habe ich nicht gemacht. Das war schon so. Das haben die Giants Erbauer gemacht. So. Ich habe es nur in ein funktionierendes Silo verwandelt. Und hier, da ist normalerweise so ein Strandstuhl. Aber ich dachte mir, ich mache lieber eine Holzbank dahin. Und der Ball ist da auch schon hier bei dem fest eingebauten dabei. Und mit dem kann man einfach in der Gegend rumwerfen, wenn man das will. So, jetzt gehen wir wieder runter. Und dann mogeln wir uns ein bisschen Getreide in den Anhänger, damit wir das testen können. Na komm, zack, 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 zack. So. Den koppeln wir hier mal an und machen ihn auf.
Ja, und jetzt zeige ich euch was von der Cheat-Konsole. Da habe ich schon mal ein Tutorial drüber gemacht, und zwar beim Geld-Cheaten. Das für Fortgeschrittene. Und ich werde auch noch eine ganze Tutorial-Reihe über diese Cheat-Konsole machen. Also bei dem Geld-Cheaten zeige ich euch auch, wie man das installiert. Denn man muss das installieren, dass das geht. Ohne diese Vorabinstallation könnt ihr das nicht so benutzen wie ich. Und hier zeige ich euch aber jetzt der Befehl, den man dann benutzen kann, um sich einen Anhänger voll zu machen, zum Beispiel um was zu testen. Und ich hoffe, ich denke dran, euch das Video über die Installation der Cheat-Konsole unter diesem Video zu verlinken. Wenn nicht, dann fragt danach, dann mache ich das noch. So, jetzt benutze ich zweimal die kleine Dächelchen-Taste. So, da geht jetzt diese sogenannte Cheat-Konsole auf. Da erfahren wir jetzt Infos, was so passiert ist, während das hochgeladen wurde. Und dass wir das Silo platziert haben, steht da auch schon drin. Und nochmal, und jetzt kriegen wir hier eine Eingabestelle mit einem Cursor, und da können wir was eingeben. Und diese Cheat-Befehle sind recht drollig. Die werde ich auch noch alle einzeln mit euch in Tutorials machen. Aber aktuell habe ich das halt noch nicht. Und um einen Anhänger zu füllen, nimmt man GS und dann ein Großfill. Und jetzt benutze ich einfach die Tab-Taste, dann füllt der das automatisch weiter aus. Und es ist der erste Anhänger, der dranhängt, also 1. Und ich will Weizen drin haben. Wheat. Und sagen wir mal 10.000. 1, 2, 3. Mehr kann man immer hinschreiben. Es passen, glaube ich, nur 8.000 rein. So. Und er wird jetzt nicht überfüllt, sondern es wird immer nur maximal auf 100% aufgefüllt. Gut, jetzt habe ich hier Weizen drin. Mit nochmal Dächelchen-Taste gehe ich hier raus und kann jetzt das Silo testen. So. Jetzt sieht man hier das I. Wunderbar, so muss das sein. Jetzt laden wir das aus. Und seht ihr da oben, da ganz da oben, da ist das Auslassrohr. Da könnte man also auch mit einem sehr hohen Anhänger drunter fahren. Aber so war das bei diesem Silo, und dann habe ich das halt auch so gelassen. Stehen wir dafür günstig? Ich glaube ja. Jetzt tippe ich mal auf R. Jo. Das heißt auch, dass wieder einladen funktioniert. Hier kriegen wir Weizen zur Auswahl. Alles andere ist leer. Das ist ja klar. Weizen. Ich sag einfach erst nochmal zurück. Wir wollen gucken, ob das ordentlich auf der Karte eingezeichnet ist. Ja, da ist es. Man sieht hier sogar auch das Bild und Silo groß. Alles wunderbar. In der Preisliste müsste es auch drinstehen, dass wir 8000 Liter im Silo haben. Okay. Dann kann ich jetzt hier das ausladen. Und jetzt kommt das hier raus. Ja, also, ich habe Glück gehabt. Und ihr habt auch Glück gehabt, sonst hätte das Video noch länger gedauert. Es hat geklappt. Falls es bei euch nicht klappt, könnt ihr jederzeit unter diesem Video fragen. Dann versuche ich euch zu helfen, wie ihr da auf die Sprünge kommen könnt. Und ja, im Laufe dieses Videokurses wird es natürlich auch Fehlerbehebungsinformationen geben.
Aber im Zweifelsfall könnt ihr es dann einfach auch nochmal neu machen mit dem Original-Silo. Und vielleicht habt ihr nur einfach irgendwo ein falsches Zeichen reingesetzt. Das kann schon verheerende Wirkungen haben. Wenn einmal kurz irgendwie in zusätzliche spitze Klammer oder so und schon funktioniert das ganze Ding nicht mehr. Okay, ja, das war's dann mit unserem ersten Modding-Tutorial. Lang ist es geworden, tut mir leid. Ich hoffe, ihr fandet es informativ und dass es sich gelohnt hat, so lang zu gucken. Und dann drücke ich euch auch die Daumen, dass es mit euren Mod-Umwandlungen funktioniert. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.